Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dem einen oder anderen ist es sicherlich schon aufgefallen, es war ganz schön lange ruhig hier. Das tut mir ehrlich gesagt auch ganz schön leid, aber Arbeit und Familie geht nun mal vor. Aber aktuell habe ich Sommerurlaub und somit etwas Zeit, meinem Hobby zu frönen. Und wenn ich ehrlich bin, ist es auch höchste Zeit, endlich mal wieder aufs Fahrrad zu steigen. Denn durch diese ganze Corona-Homeoffice-Geschichte habe ich arg zugelegt, aber Konditionen abgebaut. Keine besonders gute Mischung, wenn ich ehrlich bin. Umso mehr freut es mich, dass ich heute mal auf dem Enduro in Richtung Home Trails auf dem Weg bin. Ich muss zugeben, so richtig motiviert war ich heute irgendwie nicht oder auch ging mir relativ schnell die Puste aus. Also entschied ich mich spontan, heute eher mal einen auf entspannt zu machen, um mir mal auf der Halde Hoppenbruch den Single Trail genauer anzusehen. Der Single Trail und ich, wir haben so unsere gemeinsame Geschichte. So richtig Freunde sind wir beide nie geworden. Ich fand den immer irgendwie unflowig. Und offensichtlich beruhte das auf Gegenseitigkeit. Nun ja, den Single Trail erreicht man oben vom Bikepark aus. Das Ding ist gut beschildert und es geht nach dem großen Table scharf links ab. Der Single Trail bietet jede Menge Variationsmöglichkeiten und verlangt im Gegenzug jedoch schnelle Entscheidungen von dir. Wie nach dieser langgezogenen Rechtskurve, wo es direkt einmal zwei Auswahlmöglichkeiten für dich gibt. Ich glaube, links ist die bessere Möglichkeit, weil sie dich direkt auf einen Kicker zuführt, den man hinterher schön bis in eine elegante Landung springen kann. Ich entscheide mich für rechts und muss mich deshalb mit irgendwelchen Wurzeln rumärgern. Und wie ich schon sagte, wenn man elegant aus der Linkskurve rauskommt, präsentiert sich hier rechts im Bild dieser kleine Kicker, den man schön bis in die Landung fliegen kann. Ich mache das nicht, denn aufgrund von mangelnder Kurventechnik kriege ich die Kurve meistens nicht so gescheit, dass ich hier den vollen Schwung mitnehmen kann. Den Schwung braucht man leider aber, damit man möglichst ohne zu pedalieren oben in den Anlieger fahren kann, um diesen kleinen Sprung hier eben elegant mitzunehmen. Jetzt kommt noch ein weiterer kleiner Anlieger und schon sind wir bei meinem ersten Endgegner des Tages, dem Steinfeld. Ich finde das Ding furchteinflößend, vor allem wenn man das oben von der Anfahrt aus betrachtet. Aber warum eigentlich? Denn von unten betrachtet verliert das Monster sofort seinen Schrecken, weil man nämlich die Ideallinie sofort erkennen kann. Nur halt eben von oben nicht und genau das ist das, was einem Angst macht. Von oben gesehen gibt es vier Möglichkeiten, das Steinfeld zu passieren. Rechts dran vorbei, mittendurch oder eben links dran vorbei. Ganz Unentschlossene können oben einfach geradeaus weiterfahren und somit das Hindernis weiträumig umfahren. Der Trail führt sie dann wieder auf den Pfad der Tugend zurück, direkt in den nächsten Abschnitt des Single Trails, wo sie dann auch ihre Reise erfolgreich fortsetzen können. Aber ich wollte heute mehr. Ich wollte heute das Steinfeld besiegen und deshalb verschaffte ich mir erstmal einen Überblick über die Lage der Steine. Hier liegt die Ideallinie, eigentlich nichts Spektakuläres, aber gruselig, weil der Kopf dir wieder Szenarien ausmalt, was alles schiefgehen kann. Und der Kopf ist es dann auch, der die Kontrolle übernimmt, wenn du die erste Anfahrt wagst. Okay, nur mal gucken. Nur mal gucken und abrollen. Abrollen ist immer wichtig, um zu wissen, ob man irgendwo aufsetzen kann. Das ist gut für den Kopf und macht's eigentlich auch nicht viel besser. Zweiter Versuch. Jetzt ist es soweit. Jetzt wird es klappen. Doch dann kommt der Kopf und sagt, zieh die Bremse. Zieh die Bremse. Ich hatte tatsächlich für einen kurzen Augenblick dieses Gefühl in den Fingern, dass ich sie jetzt nicht krümmen werde, um die Bremse zu ziehen. Das ist besonders beim zweiten Mal schon eigentlich ein recht gutes Zeichen dafür, dass das hier heute noch was werden kann. Es ist tatsächlich aber ein winziger Scheitelpunkt, den man überschreiten muss, um sich sicher zu sein, dass man das Ding hier heute klärt. Also noch einmal das Bike über das Hindernis geschoben, um zu gucken, was denn da auch wirklich passiert und dann den dritten Anlauf gewagt. Entweder machen wir das jetzt oder wir lassen das. So viel Weisheit besitze ich nicht jeden Tag. Entweder machen wir das jetzt oder wir lassen das. Ja, Mann. Nicht schön, aber geklärt. Na, aber es ist tatsächlich so. Wenn man es beim dritten Mal nicht macht, dann soll man es einfach lassen. Denn wenn man irgendwas mit Gewalt erzwingen möchte, geht es meistens in die Buchse. Und jetzt trauen wir uns mal an die Analyse.
Im ersten Teil gefalle ich mir eigentlich ganz gut. Die Körperposition ist mittig, der Gesichtsausdruck ist panisch, eigentlich alles so, wie man es erwarten würde. Im zweiten Teil wird der Pilot dann zum Passagier, was man sofort an der miserablen Körperhaltung erkennen kann. Ich glaube, ich improvisiere mehr, als dass ich hier noch unter Kontrolle habe, aber das Bike kann wie immer mehr, somit keine Gefahr. Da das Steinfeld nun gemeistert ist, kann ich in Zukunft ja nun voller Energie in diesen nächsten Anlieger hier werfen, den ich aufgrund der nach wie vor nicht vorhandenen Kurventechnik mal völlig verkacke und danach den anschließenden Double ebenso versauere. Ist das geschafft, geht es in den nächsten Anlieger, welcher uns zu einer offenen Kurve führt. Wer es hier drauf hat, kann rechts zwischen den Bäumen durchfahren, wer nicht, folgt einfach meinem Weg. Nun heißt es wieder Anlauf nehmen für die nächste Passage, was ich mir ausnahmsweise mal spare. Ich meine, ich würde es mir auch sowieso sparen, aber hier ist frisch gebaut worden und deshalb, Piano, das schauen wir uns vorher mal in Ruhe an. Oben ist der Einstieg und schon splitten sich die Wege. Von oben kommt die rechte Line, führt einen mehr oder weniger geradlinig auf den Drop zu. Die linke Line ist ein Anlieger und führt mehr oder weniger dran vorbei. Meinen persönlichen Weg muss ich dann auch finden, der Drop ist es definitiv nicht. Besondere Fleißpunkte gibt es für die selbstgebastelten Dropschilder. Und ganz großer Respekt geht natürlich an diejenigen, die das hier gebaut und geshaped haben. Sieht auf der GoPro wieder alles völlig entspannt aus. Man droppt das Ding quasi direkt in den Anlieger rein, bevor es danach auf noch 2-3 Kicker geht. Da gehört schon was zu, glaube ich. Für mich ist das heute nichts. Ich bin für mich persönlich schon der größte Held, weil ich das Steinfeld bezwungen habe und fahre an allen Hindernissen vorbei. Auf diesem letzten Stück hier muss man seinem Kopf nochmal einen Maulkorb verpassen können. Man fährt von oben an, kommt durch den Anlieger und ich bin persönlich immer der festen Überzeugung, ich darf nicht über die Wurzeln fahren und muss unten entlang fahren. Das rächt sich aber, denn wenn du von unten kommst, hast du nicht mehr genug Platz, um gescheit durch den Anlieger runterzukommen. Also musst du gegen deinen Instinkt über die Wurzeln fahren, damit du hier gescheit durch die Kurve kommst. Ich demonstriere das gerade nochmal, komme jetzt quasi an und fahre unterhalb der Wurzeln entlang und zack, stehe ich wieder in der Sackgasse. Auf der GoPro sieht das zwar wieder so aus, als hätte ich noch meilenweit Platz, aber du kommst wirklich nicht gescheit durch diese Kurve. Der Winkel wird einfach so spitz, dass es nicht klappt. Hier jetzt mal die Anfahrt oberhalb der Wurzeln und siehe da, ta-da-da-da, schon kommt man gescheit rum und verliert nicht ganz so viel Zeit. Wenn ich mich jetzt noch trauen würde, die Bremse loszulassen, könnte ich unten den Anlieger auch besser mitnehmen. Hier nochmal die Ego-Perspektive, der Anlieger über die Wurzeln und durch die Kurve. Jetzt müsste ich eigentlich die Bremse loslassen, um noch halbwegs würdevoll durch den Anlieger zu kommen, um mit dem Restschwung den Sprung zu meistern. Kann ich aber nicht und Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Beim Step-Up wähle ich auch zunächst noch die Chicken Line, aber ich bin glücklich damit. Tja, und jetzt stehe ich da mit meinem kurzen Hemd. Eigentlich fand ich den Single Trail noch immer total scheiße. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie auch ziemlich cool. Mir hat das heute auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Wenn dem denn so ist, dann lass mir doch mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du in den Kommentaren ein bisschen was zum Thema Single Trail schreibst. Vermutlich bist du den ja auch schon gefahren und hast noch einige Tipps für mich auf Lager. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und verabschiede mich mit dem obligatorischen Glück auf.